Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch gemeinsam, wie ihr schon seht, ich bin ungeschminkt, ein paar Produkte austesten. Und zwar, das sind so ein paar Produkte, die bei mir jetzt in letzter Zeit eingezogen sind. Unter anderem die Palette hier von BH Cosmetics. Die habe ich von der lieben Natalie Nord Beauty im Tauschpaket gehabt. Da wollte ich gerne einen Look jetzt mit euch schminken. Dann habe ich hier die Dream Urban Cover von Maybelline. Das ist eine Foundation Full Coverage. Die habe ich mir jetzt letztens erst gekauft. Ich habe die noch nicht ausprobiert. Das wollte ich jetzt mit euch zusammen machen. Die soll ja ähnlich sein wie die von IT Cosmetics. Deshalb, also das wollte ich gerne ausprobieren. Dann habe ich die Mascara hier, die Falsies Lash Lift. Die habe ich bisher auch noch nicht ausprobiert. Die habe ich jetzt schon länger hier liegen. Das wollte ich auch gerne austesten. Und von Ella Masca habe ich aus der Glossy Box so einen Primer. Und den wollte ich auch gerne mit euch zusammen austesten. Also, wenn ihr Lust habt jetzt auf dieses Schminkvideo, dann wünsche ich euch viel Spaß. Pflege habe ich schon auf meinem Gesicht drauf. Jetzt möchte ich hier von Ella Masca gern den Primer ausprobieren. Der soll ja so gut sein. Ich habe den bisher noch nicht getestet. Der war in der Glossy Box mit drin und der sieht so ein bisschen gelartig aus. Also der hat so eine gelige Konsistenz. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie der sein wird auf dem Gesicht. Also ich muss sagen, ich habe den jetzt aufgetragen. Der fühlt sich ein bisschen an wie Aloe Vera Gel. Also sehr, sehr gut und auch kühlend und so ein bisschen klebrig hinterlässt er so ein Gefühl. Also ich glaube, der könnte ganz gut sein. Also ich werde jetzt mal schauen, wie der sich hier mit dieser Foundation verträgt. Ich habe hier die Nummer 100 Warm Ivory. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob die von der Farbe passen wird. Ich werde mir das jetzt hier mit einem Foundation Brush auftragen. Ich habe hier von Fräulein B. ein und ich bin super gespannt. Es kann natürlich auch sein, dass es nicht meine Farbe ist. Ich gebe mir das jetzt einfach mal hier auf den Pinsel drauf. Obwohl, die ist recht hell, also es könnte schon passen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die von der Deckkraft ist. Also Leute, ihr seht, die ist sehr, sehr, sehr hell. In der Kamera ist die noch viel heller als hier in echt. Ich bin mal gleich gespannt. Ich pudere das Ganze jetzt mal ein bisschen ab. Meistens geht es ja dann danach, wenn gleich noch ein bisschen Bronzer oder sowas drauf ist. Erstmal, also die lässt sich schon ganz gut auftragen, aber die setzt sich schon, also das sehe ich schon, dass die sich überall ein bisschen absetzt. Und wenn man eine trockene Haut hat, würde ich die auf gar keinen Fall empfehlen. Die von IT Cosmetics, die ist ganz, ganz anders auf der Haut nachher. Also ich finde, dass die nicht ähnlich ist von dem Ergebnis danach auf der Haut. Muss ich aber jetzt gleich mal gucken. Also bis jetzt gefällt sie mir nicht so gut und sie ist auch zu hell. Aber ich pudere das Ganze jetzt mal ab. Zum Abpudern, damit ich wieder ein bisschen Farbe ins Gesicht bekomme, benutze ich jetzt einfach hier von Manhattan mal in der Nummer 21 Sunbeige. Das ist das 2-in-1 Perfector Powder und Make-up. Das nutze ich eigentlich immer mal ganz gern, um mein Gesicht so ein bisschen aufzuwärmen. Das benutze ich jetzt einfach mal. Ich habe euch jetzt mal ein bisschen näher dran geholt. Also ihr seht, das ist immer noch furchtbar hell. Ich werde jetzt ein bisschen Bronzer benutzen und dafür benutze ich, den benutze ich momentan so, so gern von Essence, den Hello Good Stuff. Das ist die Nummer 010, was ich hier habe und ich finde den sehr, sehr gut. Den benutze ich jetzt einfach mal, damit mir ein bisschen Farbe in mein Gesicht bekommen. Also die ist schon sehr, sehr hell, die Foundation. Ich habe eigentlich gedacht, dass die ein bisschen zu dunkel sein wird. Die sah so dunkel in der Verpackung aus, aber die ist dann doch recht hell. Also es ist jetzt schon mal ein bisschen besser, würde ich sagen. So, ja, so geht es ein bisschen. Also auch wenn das jetzt so hell ist, das hat schon ein bisschen aufgewärmt. Und jetzt mache ich mir die Augenbrauen eben schnell mit dem Catrice Eyebrow Stylist. Und das ist die Nummer 030. Also den benutze ich eigentlich immer im Moment. Und da werde ich mir eben mal schnell die Augenbrauen machen, dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich es gerade noch gemerkt, meine Kamera war ausgegangen. Ich habe eigentlich nicht viel gemacht. Also ich habe jetzt einfach nur diesen hellen Ton mir aufs komplette Lid gegeben, habe mir die Aufkleber hier drauf gemacht, damit das ein bisschen ordentlicher ist und war mit einem Grease-Pinsel hier in der Farbe Stone drin und habe mir das in die Lidfalte gegeben. Das habe ich bisher gemacht. Jetzt nimmt es wieder auf und jetzt können wir weitermachen. Also das kann man ruhig noch ein bisschen intensiver machen, habe ich jetzt gedacht. Ich glaube, ich werde auch noch mal hier reingehen. Also ich werde das alles noch mal ein bisschen intensiver hier drauf geben. Also die Farben, die bröseln schon etwas, aber das puste ich dann immer so ein bisschen weg, dass das nicht direkt sich auf meine Foundation setzt. So, als nächstes gehe ich mit so einem fester gebundenen Eyeshadow Blending Brush. Ich weiß gar nicht, der war auch von BH, glaube ich, gewesen, 252. Das ist auf jeden Fall so ein fester gebundener. Gehe ich hier in die Farbe Treasure rein.
Das ist so ein schönes Bordeaux-Rot. Also die Farben hier, die sind echt so gut pigmentiert. Die Palette, die ist echt Gold wert. Das setze ich mir jetzt hier außen in den Augenwinkel rein, in den äußeren, das erste Drittel, würde ich sagen. Und da baue ich mir das jetzt richtig gut auf, dass ich das so ein bisschen verdunkeln kann auf beiden Seiten. Das blende ich mir dann auch immer so ein bisschen nach vorne rein. Also das mache ich so ganz locker. Und dann tue ich so ein bisschen die Lidfalte nachziehen. Auch, dass dieser Teil hier recht dunkel wird. Und außen werde ich noch mehr verdunkeln. So, als nächstes ziehe ich mir mal eine kleine Cut Crease. Das mache ich einfach mit so einem Concealer. Den nehme ich hier von BH Cosmetics. Das ist der Studio Pro Concealer, der funktioniert bei mir nicht so gut unterm Auge, deshalb nehme ich den immer ganz gerne für Cut Crease. So, und jetzt setze ich mir hier außen mit dran, also das blende ich so ein bisschen ein, die Farbe Vacay. Das ist hier unten so ein lila schimmernder Ton, also der ist sehr, sehr schön. Den nehme ich mit dem gleichen Pinsel auf, wo noch der Concealer drauf ist, und das setze ich mir hier neben so ein bisschen mit dran. Oh, der ist sehr, sehr schön. Nur so ein Stück mache ich das. So, und dann gehe ich in eine helle Farbe rein. Und zwar, ich glaube, hier in dieses Getaway. Das sieht eigentlich ganz schön aus. Da werde ich jetzt mit dem Finger reingehen. Die Farben sind auch butterweich. Und das setze ich mir hier auf die helle Fläche. Oh, die ist so schön, die Farbe. Schaut mal hier, wie schön der Ton ist. So, jetzt gehe ich mit meinem Blendepinsel, den ich jetzt am Anfang benutzt habe, einfach so ein bisschen an den Kanten entlang, so ganz leicht. Und blende das alles so ein bisschen ineinander, dass das einfach so ein bisschen einen softeren Übergang gibt. Das finde ich immer ganz schön und auch wichtig. So, jetzt als nächstes nehme ich mir einen ganz hellen, beziehungsweise ich nehme mir einen frischen Pinsel, so einen Blenderbrush, und tue mir hier oben die Kanten so ein bisschen einfach ausblenden. Da mache ich jetzt auch nichts Helles dahinter oder so. Ich blende das einfach mit einem sauberen Pinsel so ein bisschen aus. So, jetzt ziehe ich die Dinger hier mal ab, und ja, das ist ganz okay geworden, aber sieht man, hier hat das auch so ein bisschen geschludert. Das werde ich mal eben entfernen. Gehe ich mit dem Pinsel, wo ich meine Cut Crease mitgezogen habe, damit wir nicht so viel Pinsel verbrauchen, in die Farbe Spain rein, glaube ich, ja. So in diese Farbe, wo ich mir in den Außenwinkel gesetzt habe. Da gehe ich jetzt einfach so ein bisschen rein mit der Spitze, und das gebe ich mir unten an den Wimpernkranz. So, und da das jetzt ein bisschen hart ist, also das werde ich jetzt alles noch ausblenden mit dem Pinsel, den ich für oben genommen habe, also da, wo noch keine Farbe dran ist, das werde ich jetzt einfach ein bisschen ausblenden. Jetzt setze ich mir in den Augeninnenwinkel die Farbe Exquisite rein, also das ist so ein heller Champagner-Schimmerton, den setze ich mir jetzt hier in den Innenwinkel so ein bisschen rein. Jetzt ziehe ich mir schnell meinen Eyeliner, dafür benutze ich von Essence in Eyeliner Pen Waterproof. Das ist so ein ganz normaler Filz-Eyeliner, und den setze ich mir eben. So, jetzt sieht das Ganze schon mal ein bisschen besser aus. Jetzt benutzen wir noch die Wimperntusche. Und Leute, ich habe mir die Tage ein Wimpernlifting selbst gemacht. Also meine Wimpern, die sind eigentlich sehr, sehr schön nach oben gebogen. Ich habe mir die auch ein bisschen schwarz gefärbt, aber dass ich da so einen großen Unterschied sehe, weiß ich nicht. Mal gucken, also ich habe jetzt bisher noch keine Mascara genutzt, das war jetzt vorgestern, wo ich das gemacht habe, und jetzt benutze ich eigentlich zum ersten Mal Wimperntusche. Ich bin mal gespannt, also ich benutze jetzt hier die Falsies Lash Lift von Maybelline, ich bin mal gespannt. Und guckt mal, also das ist jetzt das erste Auftragen mit der Wimperntusche gewesen, und ich finde, das ist richtig gut geworden. Ob das jetzt das Wimpernlifting ausmacht oder ob das die Mascara ist, kann ich nicht sagen, aber ich finde die Mascara richtig schön, also meine Wimpern, die stehen richtig schön nach oben. Gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt gebe ich mir erstmal ein bisschen Blush ins Gesicht, damit ich noch ein bisschen mehr Farbe kriege. Ich finde aber so,
geht es jetzt eigentlich schon ganz gut klar. Dadurch, dass die Foundation so hell war, es hat sich ganz gut angepasst, finde ich. Blush benutzen wir jetzt hier von Natasha Denona, das Blush Glow Duo. Also den habe ich auch recht neu und ich möchte den gerne mal ausprobieren. Genau, das ist so ein heller rosa Ton, würde ich sagen. Den Highlighter hiervon habe ich schon ausprobiert, den finde ich sehr gut. Ich gehe einfach mit so einem dickeren Blushpinsel jetzt hier rein und ich bin mal sehr, sehr gespannt. Also die Leute sind ja so begeistert davon. Ja, der sieht schon schön aus, also gefällt mir schon gut, passt jetzt auch gerade hier dabei. Der macht schon schön zarte Bäckchen. Ich gehe trotzdem nochmal mit meinem Puderpinsel drüber. Ich verblende das gerne mal so ein bisschen, damit es nicht zu extrem aussieht. So, als nächstes. Ich möchte gerne einen Highlighter mit euch ausprobieren. Bevor ich den ausprobiere, benutzen wir jetzt mal einfach das Rosenspray hier von Craze & Stella. Das war in der Glossy Box diesen Monat drin und das benutze ich jetzt einfach mal zum Fixieren. Und dann presse ich mir einfach mal die ganzen Puderpartikel, die ich jetzt im Gesicht habe, fest. Also, dass sich das Ganze nochmal so ein bisschen verbindet und setzt, dass ich eine schöne Base habe. Dann habe ich hier einen schönen Highlighter. Und zwar habe ich mir den gekauft auf Empfehlung von der lieben Nathalie Nordbeauty auch. Also, ich verlinke sie euch natürlich auch. Sie hat mir auch die Palette zugeschickt. Da könnt ihr bei ihr auch mal schauen. Auf jeden Fall ist das von Riva Le Loop. Das könnt ihr jetzt in der Kamera schlecht sehen. Auf jeden Fall der Star Sky Highlighter ist das. Und der sieht so schön aus. Ich habe mir den jetzt geholt bei Rossmann. Und der hat so ein bisschen einen rosanen Unterton. Der sieht aber so ein bisschen aus, als wäre der nass. Ich swatch euch den mal. Also der ist sehr, sehr, sehr schön. Und der sieht einmal so aus. Der hat so ein richtig schönes Finish. Und den werden wir jetzt zum ersten Mal in meinem Gesicht ausprobieren. Ich habe den nur einmal geswatcht gehabt und sonst noch nichts. Also ich bin jetzt super gespannt. Oh, der ist wirklich schön. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Der sieht wirklich so schön aus. Gefällt mir richtig gut. Also der sieht richtig gut aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist sehr natürlich geworden, finde ich. Der ist echt gut für 2 Euro irgendwas. 2,99 oder so. Wahnsinn. Also da kann man nicht viel falsch machen. Ich werde den noch mal ein bisschen austesten, aber so gefällt er mir jetzt sehr, sehr gut. Könnt ihr ja mal schreiben, wie euch das gefällt. Also ich finde, der spiegelt schön. Der sieht sehr schön aus in Verbindung hier mit dem Blush von Natasha. Sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Als nächstes meine Lippen. Jetzt muss ich mal gucken. Also ich habe mir hier nichts vorbereitet, außer halt die Foundation und die Palette hatte ich mir rausgelegt. Ich muss mal gucken, was ich jetzt auf die Lippen drauf mache. Ihr Lieben, so. Also ich habe mir den jetzt mal aufgetragen und ich finde die Kombi hier eigentlich sehr, sehr schön. Das passt auch ganz gut dazu. Ich habe eben, ich kann es euch mal kurz einblenden jetzt, schon mal aufgetragen den von Fenty, den Mademoiselle, der ist ganz, ganz dunkel und das sah einfach nicht gut aus hier bei diesem Look. Deshalb, also das gefällt mir auf jeden Fall viel, viel besser. Wie gesagt, das war die 376 plus der Lip Liner von Alverde, die Nummer 15. Und das passt richtig gut zusammen, finde ich. Das gefällt mir auch gut zu diesem Augenlook. Sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Die Foundation war jetzt nicht so der Hit, muss ich ehrlich sagen. Alle anderen Sachen fand ich gut. Vor allen Dingen kann ich euch den Highlighter hier empfehlen. Ich finde den so schön. Der gefällt mir richtig gut. Auch der Lippenstift, den mag ich super gerne. Also gerade auch die Konsistenz hiervon. Echt sehr, sehr schön und vor allen Dingen die Palette kann ich euch empfehlen von BH. Also das ist wirklich eine so, so schöne Palette. Ihr könnt hier mit richtig schön in die blau-grün, in die kältere Richtung gehen. Ihr könnt in die wärmere Richtung gehen hier. Also die hat echt eine schöne Farbrange und ja, die ist echt sehr schön. Wenn ihr die noch irgendwo kriegen könnt, kauft sie euch. Weil das ist echt eine gut pigmentierte Palette, die sich wirklich lohnt. Vielen Dank, liebe Nathalie, nochmal, dass du mir die zugesendet hast. Jetzt könnt ihr nochmal meinen Look von Namen sehen und ich finde, das ist eigentlich ganz schön geworden. Auch die Wimpern, also die Mascara hat sehr gut funktioniert. Ja, die Foundation, die war halt ein bisschen hell, aber ich finde jetzt am Ende sieht das echt schön aus. Auch mit dem Highlighter und dem Blush. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das jetzt findet. Also, mir gefällt es eigentlich ganz gut, muss ich echt sagen. So, meine Lieben, ich hoffe, das Video war nicht allzu lange für euch gewesen. Ich konnte euch so ein paar Produkte zeigen, die jetzt neu bei mir eingezogen waren oder die ich unbedingt mal austesten wollte. Mir gefällt der Look eigentlich ganz gut. Das ist halt so ein bisschen Aubergine und ich finde das sehr, sehr schön. Auch für Weihnachten würde ich das jetzt eventuell tragen mit einem schönen passenden Oberteil dazu. Also, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare rein oder auch, wenn ihr die Produkte
ihr vielleicht schon ausgetestet habt, könnt ihr es ja auch mal schreiben, gerade der Highlighter. Also das ist wirklich so mit der Palette mein Highlight hier jetzt in dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir sehr gerne ein Däumchen nach oben da, abonniert gerne meinen Kanal, das ist komplett kostenfrei. Ich habe jede Woche neue Videos für euch. Schminkvideos möchte ich jetzt auch wieder öfters machen, das habe ich ein bisschen schleifen lassen, aber man hat ja auch nicht immer so viel Zeit, das ist ja auch sehr zeitaufwendig. Ja, genau. Also vielen Dank, dass ihr heute auch wieder mit dabei wart. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.